Wir sind heute hier im Stadtteilzentrum und Familienzentrum Paul-Gerhardt-Stift. Bei mir ist Frau Leisle. Erzählen Sie doch mal kurz, was machen Sie hier eigentlich in diesem Stadtteil und Familienzentrum? Ja, wir sind hier ein Ort für Familien, für alle Menschen, die hier im Sozialraum wohnen, hier im Wedding, im sogenannten Parkviertel. Und wir versuchen unter diesen drei großen Stichworten Begegnung, Beratung und Bildung Angebote für die Bewohner, aber auch vor allen Dingen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen irgendwie gemeinsam irgendwie planen und durchzuführen. Und wie erleben Sie hier im Wedding Kinderarmut? Was kommt da bei Ihnen im Stadtteilzentrum an? Wie gehen Sie damit um? Was sind Ihre Erfahrungen so? Ja, also gerade im Familienbereich werden wir natürlich immer wieder mit unterschiedlichsten Fragen im Bereich Familienarmut irgendwie konfrontiert, sei es drum, dass sozusagen Bildungs- und Teilhabepaket irgendwie nicht verstanden wird. Frage, kann mein Kind zum Schulausflug mit? Wie kann ich das machen? Aber auch die Eltern, die Hilfe und Unterstützung im Beratungsbereich brauchen mit dem Jobcenter-Antrag, Wohnungssuche. Also die Fragen sind an der Stelle wirklich relativ vielfältig. Und wir versuchen zum einen dadurch, dass wir die Angebote für Familien und Kinder möglichst kostenlos irgendwie halten, also dem sozusagen auch zu begegnen, dass es nicht Menschen gibt, die sagen, ja, wir würden ja gerne kommen, aber wir können uns das nicht leisten. Also so, da verwenden wir irgendwie sehr viel Energie drauf, haben auch viele Ehrenamtliche, die bereit sind, kostenlos Angebote wie Hausaufgabenhilfe oder auch andere Angebote zu machen. Also das ist sozusagen unser Versuch, dem zumindest teilweise sozusagen was entgegenzusetzen. Und welche Unterstützung würden Sie sich von der Politik noch mehr wünschen? Ja, ein Stück weit weg von Projektfinanzierung, von dem Auseinanderdividieren. Das sind Familien mit kleinen Kindern, das ist frühe Hilfen, das sind Grundschulkinder. Mehr Generationsarbeit sollen alle machen und auch sozialraumorientiert. Aber dann am Ende ist wieder sozusagen in unterschiedliche Projektlinien das Ganze reinpressen und wieder auseinanderzusortieren. Also da ein Stück weit stringenter und klarer irgendwie zu formulieren, was sind die Ziele, aber auch die übergeordneten Ziele und nicht nur immer im Klein-Klein und kurzfristig für 6 Monate, das eine für 1 Jahr, das andere für 2 Jahre. Also da so eine stringentere irgendwie Idee und auch eine stabile, längerfristige Finanzierung für die Angebote. Super, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen für den Besuch.